Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video von mir. Ja, und das ist ein ganz besonderes Video, denn ich habe Post bekommen, erfreulicherweise, von Cosnova. Und zwar die komplette, ich bin total überwältigt und glücklich, die komplette neue aktuelle Cinderella LE darf ich testen. Und ja, ich bin ganz aus dem Häuschen. Also Cinderella, muss man dazu sagen, war damals schon mein Lieblingskindheitsfilm und würde ich auch bis heute als diesen betiteln. Und ja, ich habe die LE im DM gesehen und wollte mir Sachen mitnehmen und dann hatte ich gerade Pause und mein Freund hat mir geschrieben, dass ja ein Paket gekommen sei, ob ich was bestellt hätte und da stände Cosnova drauf und dann dachte ich mir, okay, wow, cool, ich habe nichts mitgenommen. Ein Glück habe ich auch nichts mitgenommen, denn ich habe es jetzt alles bekommen und ich freue mich mega, 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 mega doll. Also, weiß ich nicht, das ist meiner Meinung nach langer Zeit mal wieder eine richtig gelungene LE von Essence, beziehungsweise die anderen zwar auch, also finde ich eigentlich immer nicht schlecht, aber ja, die haut mich einfach von den Socken, die finde ich total klasse jetzt schon und ja, ich möchte so ein bisschen mit euch ausprobieren, das ist auch mal was ganz Neues von mir. Ich habe mich ja eigentlich, glaube ich, noch nie vor der Kamera so richtig geschminkt und ja, ich werde das heute mal tun mit so ein paar Produkten, wo das hier von möglich ist und freue mich, bin gespannt, werde das Ganze mehr oder weniger über das Kameradisplay machen, mal gucken, wie das so funktioniert. Seid mir nicht böse, wenn das nicht so richtig hinhaut, aber ich möchte es einfach mal probieren, da ich das sehr, sehr cool finde, einfach wenn man sehen kann, schon wie die Produkte gleich so sind und sie nicht nur in die Kamera gehalten werden. Ja, das Paket schaut so aus, klein aber fein, mit so super süßem pinken Papier. Und ja, hier habe ich das jetzt alles drin und schon mal so ein paar Sachen dazu gelegt, die ich dann gleich dafür benötige. Kommen wir erstmal jetzt zu den Sachen. Also es ist wirklich die komplette LE jetzt. Also da ist meiner Meinung nach, also da fehlt nichts und das ist Wahnsinn. Ja, ich fange einfach mal an mit den Lacken, weil die habe ich euch auf ein Nagelrädchen geswatcht. Und ja, ich fange an mit dem ersten Nagellack, ein richtig schönes Rosa und ich hoffe, das kommt jetzt auch so rüber. Das wäre so ein Produkt, was ich mir auf jeden Fall gekauft hätte. Mega süß, die 01 Sing Sweet Nightingale. Also Sing, süße Nachtigall. Genau, das ist halt die erste Farbe und gerade juckt mein Augenlid. Wahrscheinlich merkt ihr schon, dass ich gleich Lidschatten testen möchte und ich bin ja auf einige anfällig, auf einige nicht. Ich probiere da immer noch mal so aus. Genau. Das war jetzt das erste Produkt, stelle ich mir hier hin. Und der Swatch schaut folgendermaßen aus. Wundert euch nicht, mein Fingernagel, mein einer ist mir abgebrochen auf der Arbeit. Ich bin nämlich hängen geblieben und ja, macht nichts. Ich gehe jetzt nächste Woche Nägel machen. Und zwar schaut das Rosa so aus und verwunderlicherweise ist es matt. Wusste ich nicht, habe ich nicht mit gerechnet, aber mega, mega schön. Also ich mache meinen Finger daran halt, seht mal, richtig, richtig schön. Momentan trage ich Watermelon von Essie, für die, die das interessiert. Ja, der nächste Ton gefällt mir auch mega, mega gut. Ich muss sagen, hätte ich mir jetzt so nicht unbedingt gekauft, weil ich viele Lavendeltöne habe. Aber wie gesagt, ich wusste es ja nicht, denn auch dieser hier ist wieder matt. Das ist jetzt die Farbe 02 Bibidi Bobidi Boo. Und für alle, die den Film kennen, das singt ja die Fee, wo Cinderella sich da was wünschen kann. Und mega süßer Name, mega süß. Ich bin total begeistert, also haltet mich für bekloppt, aber ich finde es mega süß. Das ist so ein richtig schöner Lavendelton. Sieht jetzt irgendwie in der Kamera aus wie grau. Ich muss nochmal an meinen Lichtverhältnissen feilen. Ja, aber ich zeige ihn euch nochmal auf dem Nagelrad. Da geht es wahrscheinlich besser, auch im Vergleich zum Rosa. Seht ihr, schaut der so aus. Wirkt irgendwie echt sehr fahl, sehr grau. Manu, ich habe schon zwei Lampen hier stehen. Also ist ein richtig schöner Lavendelton auf jeden Fall. Dann eine Farbe, die ich mir so nicht gekauft hätte, die ich aber auch echt aufgetragen sehr, sehr schick finde, ist jetzt hier die 04 Watch Out Lady Tremaine. Und zwar schaut das so aus. Ist irgendwie so, ja weiß ich nicht, so ein Grünmoos, Matsch, ich weiß auch nicht. Schaut folgendermaßen aus. Den habe ich hier. Also auch dieser hier ist matt. Also sind alle matt, aber die haben halt so noch irgendwie so einen Perlmutt-Schimmer mit enthalten, genauso wie der nächste. Und das war für mich wirklich der schönste Nagellack aus dieser LE. Die wollte ich mir auch unbedingt mitnehmen. Aber mein Schatz hatte ja geschrieben, das ist jetzt die 03 Prince Charmin. Ich habe selten so ein einzigartiges Blau in der Drogerie gesehen, muss ich sagen. Na,
Also Wahnsinn. Ich bin gar nicht so die Blauträgerin eigentlich, überhaupt nicht, aber ich muss sagen, das finde ich wunderschön und da freue ich mich auch schon, das ist jetzt diese Farbe. Ich finde auch, die Farben sind wirklich super schön abgestimmt, passend zum Motto Cinderella, also kann man gar nicht anders sagen. Wahnsinnig schöne Farben. Genau. Ich zeige sie euch nochmal nebeneinander. Das waren sie jetzt. Ich drehe sie einmal. Die Farben aus der LE. Also mega schön. Vorne steht Cinderella drauf. Gefallen mir unglaublich gut. Freue ich mich auch schon, die schön in mein Nagellackregal einzusortieren. Und dann ein Highlight, was ich mir auch kaufen wollte vorerst. Der Glittertopper. Und das ist auch wieder ein Hingucker. Also es gibt zwar viele immer mal hier, mal da, aber der ist wieder irgendwie besonders für sich. Und was ich daran wirklich positiv finde, ist, dass er mega viele Glitzerpigmente oder ja, Partikel enthält und man nicht mehrmals rübergehen muss, damit man die überhaupt sieht oder damit sie gleichmäßig verteilt sind, wie ihr das vielleicht erkennen könnt. Schaut mal, Kamera jetzt scharf wird. Also Wahnsinn, eine Schicht, wirklich nur eine einzige Schicht. Und das finde ich schon lobenswert, also Wahnsinn. Ja, genau, das war der. Dann habe ich die Sticker, die ich euch zeigen möchte. Ja, super, super süß. Nagelsticker mit den ganzen typischen, na, fokussiere mal, die typischen Motive: Cinderella, die Mäuse, ein Kürbis, die Kutsche, der Schuh, eine Rose, alles Mögliche. Also, ihr seht es ja, mega kitschig, aber mega süß. Also, für alle Disney-Fans und für alle, die damals Cinderella geguckt haben, es sind einfach Sammlerstücke. Und wo wir gerade bei Sammlerstück sind, das wird es definitiv werden. Meiner Meinung nach ist das Blush wirklich wieder das Herzstück aus dieser LE 01, so This is Love. Ich glaube, das wird auch noch, wenn es die LE nicht mehr im Geschäft zu kaufen gibt, so ein Stück sein, was wahrscheinlich auf Kleiderkreise, eBay und so hoch gehandelt und teuer verkauft wird, weil viele danach erst merken, dass sie es doch gerne hätten. Ja, super süß vorne mit Cinderella drauf und dann die süße Fee mit der Kutsche. Und ja, ihr seht es, das Blush ist mega, mega schön. So ein richtiger sommerlicher, frühlingshafter Korallton mit so, ja, leichtem, ganz leichtem Schimmer. Aber das wollte ich mir auch unbedingt kaufen. Bin froh, dass ich es jetzt habe. Und ah, ja, herrlich. Super, super schön. Und auch wieder ein Highlight. Oh, Highlight her. Der Highlighter ist ein Highlight, auch gut. Zwar mit Rosenmuster. Schaut euch das mal an. Mega, mega schön. Da mag man fast schon wieder gar nicht reingehen. Ja, und super schön. Werde ich euch gleich alles mal versuchen, aufgetragen zu zeigen. Mal gucken, ob es klappt. Dann habe ich noch die beiden Lipglosse, die 02 So This Is Love und die wieder 01 Sing Sweet Nightingale. Und das sind halt diese beiden hier. Einmal so ein richtig schöner Korallton. Finde ich immer sehr, ja, praktisch. Kann man immer tragen. Ist sehr alltagstauglich. Und das ist halt, ja, so ein Schimmergloss und den kann man sehr schön als Topper nehmen für andere Lippenprodukte, wie ich finde. Kann man natürlich auch solo tragen, aber ich denke, ich werde das als Topper irgendwo drauf geben und ja, mega, mega süß. So, Farben finde ich auch wieder gut, wobei ich jetzt vielleicht eher noch ein Rosa mit reingepackt habe, obwohl das ja so rosa ist und auch so schimmert, richtig schön golden, aber ja, ist auf jeden Fall gelungen. So, dann auch das letzte Produkt, die Palette, wieder mega süß. Und zwar hat man hier sechs Farben passend abgestimmt. Die Nagellackfarben, also das Grün, das Blau, Lavendel und Rosa. Und dann nochmal einen hellen Ton zum Verblenden und nochmal so einen dunkleren Ton, also so ein dunkles Blau mit Applikator. Und die schaut so aus. Genau, also finde ich auch mega süß. Und wie gesagt, ich. Ja, fangen gerade an, so zu versuchen, Lidschatten irgendwie mehr zu tragen, mehr anzuwenden, mich auszuprobieren. Aber man muss immer gucken, weil ich halt oft Tränenaugen bekomme und mich dann noch rantesten muss. Bei Essence-Lidschatten hatte ich eigentlich schlechte Erfahrungen gemacht, leider. Aber ich pinsel das trotzdem mal gleich auf, um einfach mal zu sehen, wie die Farben aussehen. Genau. So, ich habe mir Pinsel parat gelegt. Einmal hier ein LE-Pinsel. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das die Wildlife LE war von Essence damals und oder nicht. Und hier von Zoeva den Blush Brush. Ich liebe das Bambu-Set. Mega tolles Anfängerset. Auch für alle müsst ihr mal auf Zoeva gucken. Und dann die neue Lidschattenbase von Catrice. Meiner Meinung nach die beste, die ich bis jetzt ausprobiert habe. Ich habe schon einige ausprobiert und finde die bis jetzt echt super. Sieht auch mega schön aus in diesem Milchenglas.
nicht mit Glas, aber war doch in dieser milchigen Verpackung. Kostenpunkt war, glaube ich, 3,95 und ja, da bin ich momentan dran und genau. Ja, was werden wir ausprobieren? Wir werden jetzt Blush, Highlighter und Lidschatten ausprobieren und Lipgloss und ja, jetzt seid mir nicht böse, wenn das nicht alles so funktioniert, wie es soll, aber wir testen das mal. Ich hole euch jetzt mal ran. Und zwar habe ich, ihr seht es, heute mega die Augenringe, also entschuldigt, heute ist Sonntag. Ich habe nicht groß was im Gesicht, also ich habe meine Wimpern gemacht, habe meine Augenbrauen gemacht und jetzt eben gerade habe ich noch mal ein bisschen Puder drüber gegeben, damit das Blush und der Highlighter, dass das auch besser hält. Ansonsten habe ich halt nichts im Gesicht und es ist sehr ungewohnt, so dicht jetzt vor der Kamera zu sein, aber ja, ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit dem Blush und zwar dieses Schätzchen hier. Das werde ich jetzt mal auftragen. Meine Pinsel sind leider aktuell nicht sauber und ich hoffe, dass da jetzt eine große andere Farbe noch vom vorigen Blush abgegeben wird. Aber wir gucken mal. Also ich tupfe das jetzt hier mal so vorsichtig auf den Pinsel. Und also man sieht schon ein bisschen, na, fokussiert nicht so. Ja, jetzt geht das üben los hier. Also, ja, jetzt habe ich hier was drauf, krümelt ein bisschen. Aber es geht. Genau, so. Und jetzt mache ich mal den Fischmund und gucke mal, ob ich das übers Kameradisplay hinbekomme. Das ist schwierig. Sehr schwierig. Ich habe hier beiseite nochmal einen Spiegel hingepackt, wo ich gegebenenfalls nochmal reingucken kann. Boah. Also ich bin ja ein absoluter Fan von der lieben Nadine von Moldavid auf YouTube. Und die schminkt sich ja auch mal vor der Kamera. Sie sagt auch immer, dass das mega, also was heißt mega schwer, aber manchmal schwer ist einfach, sich über ein Display, das Display zu schminken. Und es ist gerade mein erstes Mal und ich muss sagen, ich finde es wirklich schwer. Wahrscheinlich bin ich gleich overblushed oder ich weiß auch nicht. Aber also ich finde jetzt schon mal zur Qualität, es ist gut. Ihr seht es, die Farbabgabe ist da. Auch nicht zu doll. Was ich gut finde, auch für Anfänger und generell, dass man sich nicht so schnell overblusht, was ja auch bei manchen passiert und dann ist es immer ärgerlich. Ist jetzt nicht so optimal aufgetragen, aber man sieht die Farbe gut. Also, ja, ist jetzt irgendwie echt nicht so gut aufgetragen. Ich versuche mich nochmal an der anderen Seite. Es geht ja auch nur darum, dass ihr mal die Farbe sehen könnt. Das ist echt ungewohnt, aber es macht's neu. Es macht Spaß auf jeden Fall, das zu testen vor der Kamera. Ja, ist natürlich jetzt irgendwie echt ungleichmäßig, wenn man das nicht so richtig sieht. Aber ihr kennt ja schon die Farbe, ne? Also für meinen ersten Versuch, denke ich, sollte das okay sein. Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Blush, gefällt mir sehr gut und die Verpackung ist halt der Knaller, ne? Also, mega süß mit der Fee. Genau, also das war jetzt das. Ich gehe jetzt mal nochmal hinter mich. Was ich auch immer mache, ist hier mein All About Matte von Essence, nehme das Puder und dann mal den Puderpinsel aus dem Zur Elva Bamboo Set. Und dann, das mache ich auch im Alltag so, verblende ich das immer nochmal so ein bisschen, damit es halt, ja, nicht so balkig aussieht, das Blush. Damit kann man auch immer noch mal gut was retten, falls man mal zu viel nimmt, wie ich finde. Man kann sich das noch mal so praktisch pinseln, wie man das gerne hätte. Ja, ich da mal so ein bisschen rüber. Boah, diese Augenringe sind heute wieder mega, aber bei mir ist das auch so, ich habe immer Augenringe, also egal wie lange ich schlafe und ja. Genau, also so sieht das aus, finde ich echt schick und ja, gefällt mir gut. So, jetzt nehmen wir mal den Highlighter. Den will ich erstmal auf der Hand aufgetragen sehen. Ich gehe jetzt mal und zerstöre die Rose. Nein. So, na, fokussiert irgendwie nicht, ne, wenn ich dicht dran gehe. Genau. So, na komm. So sieht der aus. Und auf der Hand, mal gucken. Da ist irgendwie ein bisschen, rückelig, krümelig, aber er schimmert. Genau,
Und das probiere ich jetzt mal mit dem Pinsel. Jetzt überlege ich gerade, ob ich die kleine Seite nehme und oben nur so tupfe oder die große. Weil bei der großen Seite, bei der fluffigen, ist es wieder die Gefahr, dass das Produkt nicht so gut aufgenommen wird, wenn da jetzt nicht so stark pigmentiert ist. Wir probieren das mal. So, sieht man was? Ich habe keine Ahnung, weil ich sehe es ehrlich gesagt nicht im Display. Ich gucke mal hier kurz in den Spiegel. Ja, gute Frage. Ich sehe nichts. So, machen wir die andere Seite, da sehe ich es vielleicht besser. Also, wahrscheinlich seht ihr das schon, aber ich nicht, weil das für mich total ungewohnt ist hier. Doch, man sieht es, ne? Bisschen, oder? Finde ich jetzt. Schimmert finde ich sehr schön. Rosendesign ist sowieso super. Und auch hier wieder, man hat nicht gleich zu viel auf dem Pinsel. Das ist natürlich gut. Also ich glaube, man kann es erkennen. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ansonsten, ja doch, ich denke schon. Ja. Genau, das war das. Und jetzt haben wir dann noch die Lidschattenpalette. Da habe ich eben schon überlegt, was für eine Farbe nehme ich denn jetzt? Oder ich mache das so, dass ich es einfach bunt gemischt mache, damit ihr einfach die Farben seht. Dann sehe ich zwar komisch aus, aber ja. Ich trage jetzt erstmal zusammen mit euch die Lidschattenbase auf. Und zwar, oh Gott, hört Display, wow. Ungewohnt, aber ja. Habt ihr mal was anderes von mir? Und viele haben sich das ja auch immer mal gewünscht, dass ich mich schminke. Ich nehme jetzt hier mal meinen Krüppelfinger, wo mein Nagel abgebrochen ist. Ich weiß, sieht schrecklich aus. So, ich hole die Kamera, glaube ich, noch mal ein bisschen ran. So. So. Genau. Warum wird das Licht jetzt so komisch? Gar nicht so einfach, Mädels. Gar nicht so einfach. So. Ich habe natürlich die Lidschattenpinsel vergessen. Fällt mir gerade auf, aber nicht so schlimm, ich sitze hier davor. So. Also ist gar nicht so einfach mit der Fokussierung, muss ich sagen. So, Lidschattenbase ist drauf. Und zwar greife ich mir jetzt nochmal hier ein Pinselchen. Mal gucken. Die sind echt alle dreckig zurzeit. Wir nehmen jetzt mal von Essence hier diesen pinken Lidschattenpinsel. Und welche Farbe nehme ich jetzt? Oh, ich weiß es nicht. Welche Farbe nehme ich? Könnt ihr mir nicht helfen? Nee, könnt ihr gar nicht. Ihr könnt ja nicht mit mir reden. Ich glaube, ich nehme mal. Das Grün nehme ich auch langweilig, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal den hellen Ton, da gehe ich jetzt mal rein. Wow, wie machen diese ganzen Tutorial-Mädels das? Also das ist echt Hut ab, das ist gar nicht so einfach. So, habe jetzt zwar schon Mascara drauf, aber egal. Und wie man sieht, sieht man gar nichts. Also ich zumindest. Jetzt. Ich glaube, muss mal den Karton hier eben wegstellen. So, und dann komme ich nochmal ein Stück dichter ran. So. Ja. Also heute mit dem Sauberauftragen wird es sowieso nichts, weil ich einfach absolut ungeübt bin im Schminken vor der Kamera. Wie ihr das gerade seht. Aber hey. Der Wille zählt. So. Ja. Also ich finde, ehrlich gesagt, ich gucke mal nochmal in den Spiegel, den hellen gar nicht so mal so gut pigmentiert irgendwie. Da bin ich gerade ein bisschen enttäuscht. Hätte ich nicht gedacht. Man sieht zwar schon, aber ich muss ganz schön oft reingehen und irgendwie weiß ich auch nicht. Oder? Finde ich jetzt so. Huch. Naja. So, und dann gehe ich jetzt nochmal in den grünen. Ich mache eine Seite so, eine so, wisst ihr das? Und jetzt nehme ich aber mal hier das Applikator-Ding, weil ich vielleicht Hoffnung habe, dass das da ein bisschen stärker
ist von der Pigmentierung, wenn ich das damit auftrage. Viele sagen ja mal, so eine Applikatoren sind blöd, aber die sind echt eigentlich gut, weil man es gut damit auftragen kann. Also viel Farbe finde ich jetzt. Viele sagen ja, Pinsel sind besser. Muss man natürlich gucken, wie man klarkommt, aber ich finde, die sind ganz gut auch für alle, die sich anfangen zu schminken. So. Ich weiß ja nicht. Irgendwie ist die pigmentiert. Irgendwie kommt mir das vielleicht nur so wenig vor. Aber es ist eine schicke Farbe, oder? Was meint ihr? Also finde ich jetzt sehr alltagstauglich auch diesen Grünton. Hat man natürlich dann den passenden Nagellack zu. Finde ich cool. Jo. Ist jetzt nicht sauber geschminkt, ne? Ich glaube, das wisst ihr und seht ihr. Aber es geht ja um die Farbe. So. Und welche nehme ich jetzt auf der anderen Seite? Das ist jetzt das Grün. Mal das Lila nehmen. Ich glaube, wir nehmen mal das Lila. Dieses Lavendel. Also diese Blautöne sind schon ziemlich krass. Würde ich jetzt auch, glaube ich, mit dem Hellblau nicht unbedingt im Alltag rumlaufen auf dem oberen Lid, sondern eher als, ja, weiß ich nicht, als praktisch Kajalersatz hier unten dann unter dem Wimpernkranz. So. Sehr metallisch hier das Ganze gerade, finde ich. Aber ich finde, die sind irgendwie nicht so. Also, man sieht sie so zwar, aber irgendwie auch nicht so gut pigmentiert. Aber was ich gut finde, die krümeln nicht so doll. Also beziehungsweise eigentlich gar nicht, finde ich. So. Das sieht dann so aus. Kamera will nicht. Ich weiß nicht. Ich gehe nochmal ins Grün. Also, aber es reicht, ne? Ich denke, für den Alltag und so reicht das schon. Wobei ich ja finde, dass diese Essence-Paletten nie so richtig hundertprozentig perfekt sind, sage ich mal, von der Quali. Das wissen wahrscheinlich viele, aber. Fokus hier. Aber für das schmale Geld ist das schon okay. Und ich meine, man sieht es ja auch. Ich gehe jetzt nochmal in die helle Farbe mit dem Applikator hier. Vielleicht sieht man dann mehr vorne. Nicht so wirklich. Also, die helle Farbe ist eher mau, finde ich jetzt. Reicht mir nicht, finde ich persönlich. Ja. Gut, aber die Palette ist getestet. Und ich sag mal, auch für junge Mädels und für Anfängerinnen finde ich sie gut. Ich finde die Farben auch sehr schön, muss ich sagen. Also es ist halt auch nicht so, dass man die nicht im Alltag tragen könnte oder kann. Und ja, ich nehme jetzt nochmal hier so einen Blendepinsel. Moment. Und dann mal den Lippen. Mal gucken. Ah, ist weg. Ach nee, da. So. Mein geliebten Verblendungs- oder Lidschatten von Wet n Wild Creme Brûlée. Meiner Meinung nach das beste Verblendungsprodukt, was es gibt auf dem Markt, habe ich jetzt von Edeka. Ihr seht es, Hit the Pan ist auch deutlich zu erkennen, also den verwende ich immer. Und da, warum ist die Kamera jetzt so unscharf? So. Damit verblende ich halt alles immer noch. Mann, also der Fokus, muss man die Hand vorhalten, will heute irgendwie nicht so, merkt ihr das? Oh, falsche Richtung. Michelle experimentiert mit der Kamera und dem Schminken. Ja, bisschen weiter weg. Ist jetzt halt nur, um die Farbe zu sehen. Also so würde ich jetzt, glaube ich, noch nicht rausgehen. Abgesehen davon, dass ich eh nicht mit zwei verschiedenen Farben auf den Augen rausgehen würde. Aber, ja. Ich glaube, das Lila ist mir irgendwie ein bisschen zu hell, oder? Vom Typ her. Also das Grün finde ich echt schön. Ja.
So. Ja, das war mal so ein bisschen herumexperimentieren. Ich gehe jetzt nochmal in die anderen. Mit der Hand, per Swatch. Rosa. Dann das Blau. Oh, hammerpigmentiert, ne, auf den Fingern. Und das Dunkelblau. Schaut mal. Das ist echt gut, ne? Ich nehme mal das Grün. Schöne Farben, finde ich. Und das Lila. Ja, also so gut pigmentiert. Vielleicht kann man das ja auch nochmal ausprobieren, die nass aufzutragen. Aber letzten Endes, ja, finde ich auf den Augen. Oder nochmal mit anderen Pinseln. Ich weiß auch nicht. Mal ausprobieren. Naja, Mädels, ich denke, das Video ist jetzt auch länger als eigentlich nötig. Aber ich habe ja so ein bisschen rumexperimentiert. Blush finde ich sehr schön, Highlighter auch. Die anderen Produkte, ich finde die ganze LE schön. Und auch wenn die Palette jetzt so, ja, weiß ich auch nicht, nicht so gepigmentiert ist. Ich denke, mit Experimentieren kriegt man das hin. Ich freue mich mega über die Sachen, finde die LE mega klasse. Schaut sie euch unbedingt an, freue mich jetzt schon, die Sachen einzuräumen. Und ja, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, dass ich mich mal geschminkt habe. Also das ist ja immer was ganz, ganz Neues von mir. Und ja, ich muss halt gucken mit dem Fokus. Ich habe es vergessen. Ich habe was vergessen jetzt. Welchen Gloss trage ich auf? Den oder den? Ich glaube, wir nehmen einfach mal den mit Farbe. Dann sieht man bestimmt mehr. Habe ich ganz vergessen. Und so. Schön, oder? Moment. Also. Klebt. Normal, also Lipgloss muss kleben, sonst hält das nicht. Ja, finde ich jetzt nicht unangenehm. Gibt Schlimmeres. Gibt aber auch welche, die weniger kleben. Also finde ich sehr schön. Sehr alltagstauglich. Hatte ich auch schon vorgestern mal nicht drauf. Genau. Ja, genau. Blush passend dann praktisch dazu, Highlighter schön. Ja, Mädels, dann würde ich sagen, war es das. Ich verabschiede mich in diesem Sinne. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.